Houston. I have the truck. Drive it over to the garage on the corner of Guantanamo and Windmill. Park up inside. Sure. What am I delivering? When it's inside, think of the explosion. It should blow up good. Maybe you'll be careful. Drive over. It's pretty volatile stuff. Explosive? What the fuck? Wir transportieren Sprengstoff und es darf nicht explodieren. Wenn die Polizei unten hinter uns her ist, haben wir sowieso keine Chance. Von daher. Also wenn die Polizei hinter uns her ist, dann sind wir so im Arsch. Ja. Weil Polizei verhaftet uns, weil wir zu langsam sind. Viel zu langsam. Nein, wir müssen draufbleiben. Gib Stoff, so schnell wie du kannst. Wir fahren jetzt mal ein bisschen so. Unsicher. Wir fahren dann mit uns auf der Straße so. Und gucken, unten ist keiner da. Nehme ich nochmal abbremsen. Nicht, dass es anfängt zu piepen und dann was für die 15, Alter. Ich bin kurz gegen die Wand Oh komm, das war nicht mal Rammen, Alter. Das war Schlittern, Alter. Echt nicht cool. Ich muss die Maut kurz bezahlen. Ich muss die Maut Leute mal abknallen, die haben noch einen Haufen Kohle, wenn ich am Abend so rangehe. Die sammeln ja jeden Tag so. Muss ich die mal abknallen, habe ich einen Haufen Kohle da. Die Maut Leute dann. Roman, I'm nervous enough about driving a truck full of explosives around the city for Mikhail Faust. Junge. It's out of control. Anyway, I'm sorry, but if I get drunk with you and then drive this thing, I'll definitely blow myself up. I'll catch you later, cousin. Ja. Es piept schon. Ist kein gutes Zeichen. Am besten werden wir so schnell los, wie das gekriegt hat. Ja, da kommt er nicht mal vorbei hier, ja. Aber wir haben es nicht geschafft, ohne dass die Bullen verfolgen. Ich muss zugeben, ich habe vorhin nochmal aufgenommen und da habe ich die Bullen verfolgt und ich bin gestorben, weil die mich abgeknallt haben. Und ich konnte von den Bullen nicht abhauen und die Springschiff hat sich auch nicht zünden lassen, weil die Bullen da waren. Und ja, oder wenn ich nochmal habe ich einfach nochmal neu angefangen, dass ich nicht alles sehen müsst, ne? Ja, ich sehe kaum was. Einfach mal reinfahren, Alter. Mach die Bombe scharf. Lücke L1. Was für Steig in den... deswegen ging die nicht. Ich muss... im... Bombe scharf gemacht. Toll. Was hat er jetzt gemacht? Renn. Renn, du Drecksau, renn! Oh, shit. Oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall eine fette Explosion. Dann hauen wir mal ab. Taxi. Tja, da regen sie sich auf, ne? Der Taxifahrer schon, und jetzt hier Dings. Geil. Ja, ich will irgendwo hin, Waffengeschäft, ja. Weil der uns anrufen wird oder wir ihn anruft. Cool. Wo kann ich noch hin? Ich rufe jemanden an, Faustin. Halt bitte an, du Arschloch. I've blown the place up, but don't pull that shit on me again. Maybe I don't want to drive around while sitting on an atom bomb. I thought you were the ice cold killer. I thought nothing scares you, man. Pussy. Hasn't anyone got any balls? You and Dimitri, you'd be nothing without me.
Halt's mal, ich hab doch hoch in die Luft gesprengt, du Penner. I don't want to cause no trouble, but this station isn't my thing. Rufen wir mal Roman an. Vielleicht hat der was für uns. Oder Little Jacob. Yeah. Nein. Brucey. This is... Nein. Ah, wir gehen ins Internetcafé, ich weiß. Nein, bleib stehen. Bleib stehen! Ja genau, in die Wand rein, du Vollidiot. Echt dümmer als die Polizei erlaubt. Die Tür geht auch nicht zu. Ja, ich seh's ja kaum. Pain in Spray, ein Internetcafé, wo ist das? Da. Internet bitte überspringen, danke. Wenn es so viel kostet, dann zieh ich ab, Mann. Naja, alles über 30. Unter 30 geht er noch. Jetzt ruf Roman an. Nico, it's Roman. I was talking to Brucey. That Roid Monkey? He is a good friend of mine. He'll be a good friend of yours too if you let him. Anyway, he's got some work and we are in need of money. Meet him at Brucey's executive office on Mohanad in East Hook. If Mallory calls you, we are bowling together. See you later. Cool. Ich brauche ein Taxi. Taxi. Brucey oder wer ist das? Das ist Brucey. Und das ist Dimitri. Ne, gehen wir zu Brucey. Dein Freund Dimitri. Ja, nehmen einfach die Kakare hier. Und fahren aber zu Brucey erst, weil er mich jetzt erst angerufen hat. Und die SMS 10 Sekunden danach kam. Ach, ist ja nicht so weit. Von daher geht es ja. Und wir haben eine coole Karre. BMW ist es, aber die GTA halt ist, hat die Lizenz nicht gekriegt. Wahrscheinlich zu geizig, um die Lizenz zu kaufen. Oder sie wollte einfach keinen deutschen Wagen im Spiel haben. Tja, diese Rassisten, Alter. Oder Kommunisten, oder für sich, Alter. Oh, so stark bremsen, das kann aber auch nur ich, ne? Search and delete. Suchen und zerstören. Nein, suchen und löschen. Hello. I'm busy. I said hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey, some fucking Polack asshole for you. Pleasure to meet you too. He's not a Polack. He's a gentleman. Still a fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy. Ooh, I'm sorry. Can you show me that again? Oh, ah, oh, enough, man. Enough. Oh. Not enough. Oh, that's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Come on, touch my bench, man. No, thank you. Rock hard. I bench 450. Oh my. Yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here, man? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was, I'd be in trouble. You know what I mean? I'll let him know. Hey! I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Right? Okay. All right now, Nicky, listen up. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find it? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that! I fucking love that! You gotta steal a police car. Get on the computer, give me a call. There's the hack. Not really. All right, Brucey.
I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Ja, Mann, ey, der Typ ist cool. Er ist korrekt. Aber ein bisschen schwul wirkt er auf mich. Naja. Wenn die Zeit noch reicht, dann rufen wir einfach mal die Polizei an, würde ich sagen, oder? 911 ist die Vorwahl bei der Polizei. Das war die Katze. Die schreit draußen. Ja, bla bla bla. Komm, Polizei. Da ist sie ja. Gut, ich muss sie jetzt erstmal kaputt schlagen. Hallo? Dummheit oder? Ja. Du fettes Kind, Alter. Ja, toll, jetzt kann ich die auch gleich abballern. Super. Ja, toll, hat's gebracht, ne? Hat's gebracht. 3 Sterne und ich komme nicht mehr aus dem Kreis raus. Ja, super. Werde dein Fahndungslevel los. Ich bin auch so ein schlaues Kind, Mann, echt. Hätte ich wissen müssen. Aber egal, ich komme da schon irgendwie raus. Verpiss dich. Ich muss auf die Autobahn, dann komme ich da raus. Ganz einfach. Verpiss dich bloß, alter Mann. Echt, ne? Nicht cool, die Bullen hier. Die sind richtig krass drauf. Hätte ich jetzt Cheats, aber naja. Wir spielen ja ohne Cheats. Wir spielen real. The real shit in my life hier. Nein, der kommt von links. Von rechts. Egal, ich bin schnell. Verpisst euch aus dem Weg hier. Habe ich es geschafft? Oh, ein Glück, Alter. Und ruf mal Brucey an. I'm here. I have a computer. You're a badass, man. I love it. Now, this cat's name's Lyle Revis. Type it into the computer, and you should get some known whereabouts and shit. I take him out myself, but when people see me coming, they fucking run, man. Know what I'm saying? Cats don't want to mess with someone packing 24-inch guns like mine, baby. Yeah! I'll track down this Revis. Cold, man. I'm feeling chills down the phone. Call me when it's done, bro.